Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Die 18-jährige Sina Kramer soll einen schweren Verkehrsunfall begangen haben. Kann Niklas Dittberner ihr helfen? Sina liegt im Krankenhaus mit einer Alkoholvergiftung. Die Polizei glaubt, dass du gefahren bist mit unserem Auto und betrunken. Ist das wahr? Ich weiß jetzt nichts. Nichts Genaues. Ich wusste, dass dabei nichts Gutes rauskommen kann. Dass dabei nichts Gutes rauskommen kann, das heißt das? Dass er mit dieser Skater-Clique loszieht. Ja, aber wir sind hier unterwegs. Das ist kein Verbrechen, oder? Nee, das ist kein Verbrechen, aber von bis unterwegs sein kriegt man keine Alkoholvergiftung und rammt keine Autos. Marc war wirklich hier, ich glaub's nicht. Vielleicht steht er ja doch auf mich. Der kleine Streber hat mir einen Anwalt auf den Hals gehetzt, okay? Mit der bin ich noch nicht fertig, Mann. Lutz und Jasmin Kramer kehren von einem Wochenendtrip in Brüssel zurück nach Hause. Das Berliner Ehepaar kann kaum erwarten, ihrer gemeinsamen Tochter Sina von dem schönen Kurzurlaub zu erzählen. Doch als sie heute nach Hause kommen, ist die 18-Jährige spurlos verschwunden. Und das bleibt nicht die einzige böse Überraschung. Sag mal, was ist denn hier passiert? Los. Kann aber nicht wahr sein. Sag mal, wo steckt denn Sina überhaupt? Sina? Das, ja, guck dir das mal an hier. Ich geh mal Sina. Hoch. Moment, ich geh mal ja, hoch. Guck du mal oben, ich Sina? Guck hier unten. Sina? Oh mein Gott. Sina, bist du hier? Sina ist nicht zu Hause. Und in Abwesenheit der Eltern scheint sie sehr viel Alkohol getrunken zu haben. Irgendwas ist passiert. Oh, Lutz, sag nicht sowas. Da krieg ich gleich Gänsehaut. Schönen guten Tag, die Polizei. Die Haustür stand offen. Dürfen wir mal fragen, wer Sie sind? Ja, Kramer, meine Frau. Wir sind die Eigentümer. Ja, sagen Sie mal, ist irgendwas mit meiner Tochter passiert? Geht's ihr gut? Wegen Ihrer Tochter sind wir nicht da. Wir haben Ihr Auto aufgefunden. Deshalb sind wir hier. Was? Wieso Auto? Aufgefunden. Na, Sie sind doch der Halter von einem schwarzen Dreier-BMW. Ist das richtig? Schwarzer BMW? Ja, das ist unser Auto. Gut, den haben wir nämlich in der Ebertstraße gefunden als Totalschaden. Und vorher hat er noch 5 Partner gerammt. Kann nicht sein. Ich habe mein Auto, bevor wir losgeflogen sind, in der Nebenstraße hier abgestellt. Das kann nicht sein. Ich muss da gucken gehen. Also, wie gesagt, für unmöglich halte ich das eigentlich nicht. Sie sehen ja selbst, was hier an Alkohol konsumiert wurde. Da ist ja schon gut möglich, dass Ihr Auto nicht mehr dasteht. Wir kommen gerade von einem Wochenendausflug zurück. Wir wurden selber von diesem Chaos hier überrascht. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht mal, wo meine Tochter steckt. Du bist tatsächlich weg. Ist weg, bitte. Sagen Sie mal, Ihre Tochter, wie alt ist die denn? Vor kurzem 18 geworden. Wieso? Spielt das eine Rolle? Ja, das spielt schon eine große Rolle jetzt. Ist 18, damit ist sie volljährig. Das heißt, da haben wir ein paar Stunden mehr Zeit. Und so wie es hier ausschaut, wird sie wahrscheinlich nur bei Freunden untergekommen sein. Aber da das ihr Fahrzeug ist, da würde ich sagen, kommen Sie doch mal bitte mit zu uns auf die Wache. Ja, Sie begleiten uns jetzt zur Dienststelle. Da machen wir einen Alkotest von Ihnen beiden. Und wenn Sie, wie Sie sagen, mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben, dann wird sich das auch aufklären. Also, ja? Sie können uns doch nicht mit zur Wache nehmen. Ich meine, wir vermissen unsere Tochter. Und Sie wollen uns mitnehmen. Wissen Sie, was ich mache? Ich rufe jetzt den Anwalt an. Ich rufe unseren Anwalt an und dann werden wir sehen, wann wir uns treffen. Dann machen Sie das. Ja. Die Polizeibeamten verdächtigen die Kramers, mit ihrem Wagen 5 parkende Autos gerammt und danach Fahrerflucht begangen zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Dem Ehepaar bleibt nichts anderes übrig, als den Beamten auf die Polizeiwache zu folgen. Familienvater Lutz bittet sofort Anwalt Niklas Dittberner um Hilfe. Mein Mandanten ist der Wagen wohl offensichtlich gestohlen worden. Ja, die Idee hatten wir auch schon, aber das können wir in erster Linie ausschließen. Es sind keine Einbruchsspuren im Fahrzeug zu erkennen. Und das Fahrzeug wurde mit dem steckenden dazugehörigen Zündschlüssel bewegt. Also liegt ja nahe, dass es eventuell jemanden war, der Zugang zum Schlüssel hatte, vielleicht Ihre Tochter. Also wirklich. Jetzt machen Sie mal halblang. Ich glaube niemals, dass unsere Tochter irgendwas damit zu tun hat. Genau. Außerdem haben Sie irgendwas dahingehend schon unternommen? Sie ist verschwunden. Und was machen Sie? Wir machen unseren Job nicht erst seit gestern. Beruhigen Sie sich. Also Frau Schneider, ich gebe Ihnen recht, die Möglichkeit, dass das die Tochter meiner Mandantin gewesen sein könnte, die besteht, aber beweisen können Sie es nicht. Oh, Verzeihung, bitte. Und geklaut hat. Ja, hallo? War da eine Party und irgendjemand ja, hat ja, ich bin die Mutter von Sina. Aber das war nicht die Tochter meiner Mandanten, ich bitte Sie. Im Krankenhaus? In welchem? Ja, natürlich kommen wir dahin. Ja, danke für den Anruf. Schatz, was oh Gott. Ist los?
Sina liegt im Krankenhaus mit einer Alkoholvergiftung. In welchem Krankenhaus? Das erzähle ich dir auf dem Weg. Wir müssen sofort hin. Kleine Moment bitte. Wäre es möglich, hätten Sie vielleicht ein Foto da von Ihrer Tochter? Ja, natürlich habe ich ein Foto dabei. Unfallzeugen. Genügt das? Ja, danke schön. Das ist ausreichend, denke ich. Komm, lass uns beeilen. Take me to church, I worship like a dog. Voller Sorge fahren Lutz und Jasmin Kramer sofort zu Sina ins Krankenhaus. Die 18-Jährige ist ein sehr ruhiger Teenager und geht nur selten auf Partys. Die Kramers verstehen überhaupt nicht, warum sie plötzlich so ein Trinkgelage in ihrer Wohnung veranstaltet hat. Entschuldigung, sind Sie die Eltern von Sina Kramer? Ja. Gerald Fischer, ich bin der behandelnde Arzt Ihrer Tochter. Wie geht's um Ihrer Tochter? Den Umständen entsprechend gut. Sie wurde völlig betrunken im Park aufgefunden und dann sofort zu uns gebracht. Sie hatte 2,3 Promille im Blut. 2,3 Promille und dann im Blut? Ja, gleich an den Tropf gehängt und jetzt nein, das verstehe ich nicht. Sie trinkt normalerweise nie. Hm. Nie. Hm. Machen Sie sich jetzt keine Vorwürfe. Viele Eltern wissen nicht, was ihre Kinder oft in ihrer Freizeit zu treiben. Wir wissen das schon. Also wir kennen unsere Tochter. Ich glaube Ihnen. Wissen Sie, wir haben zu unserer Tochter ein sehr, sehr offenes und enges Verhältnis. Kommen Sie bitte zu ihr. Sie dürfen gern rein, aber sie ist noch nicht ansprechbar. Sie muss jetzt erstmal noch ihren Rausch ausschlafen. Gehen Sie bitte rein. Mensch, was machst du denn für Sachen? Ich kann einfach nicht glauben, dass unsere Tochter unser Haus auf den Kopf stellt, sich bis zur Besinnungslosigkeit betrinkt und dann auch noch mit dem Wagen fährt. Ich will's aber, ich will's nicht glauben. Da Sina Kramer Zugriff zum Autoschlüssel hatte und alkoholisiert aufgefunden wurde, ermittelt die Polizei nun gegen sie. Doch Niklas Dittberner will der Sache auf den Grund gehen. Gemeinsam mit dem Polizeibeamten sucht er deshalb den Zeugen auf, der den Verkehrsunfall beobachtet hat. Der Jurist will wissen, ob der 62-jährige Sina wirklich am Steuer des Wagens erkannt hat. Von Ihnen möchte ich jetzt ganz gerne wissen, was Sie vom Unfall genau mitbekommen haben. Ein Auto ist hier angekommen, geschossen, völlig in Schlangenlinie, hat ungefähr 5 Autos hier mitgenommen und hier vorne zum Stehen gekommen. Und dann ist so eine kleine Püppi total betrunken in die Richtung abgehauen und konnte kaum laufen. Aber dann war sie gesehen, wer gefahren ist. Ja, da war ja nur eine Püppi da, also muss ja wohl die Püppi gewesen sein. Herr Brieme, kann es eventuell das Mädchen hier gewesen sein? Ja. Ja, genau, die Maus war das gewesen, wa? Nur wesentlich betrunkener. Mhm. Also klingt doch nicht Zeugen, so ein Mädchen. Ja, aber den Zeugen können Sie in die Tonne treten. Das ist wertlos. Sie wissen genau, Sie müssen eine Wahllichtbildvorlage machen mit mehreren Personen, dass der Zeuge Ihnen jetzt, also dieses Mädchen als Täter abnickt. Das liegt auf der Hand und deswegen können Sie den auch vergessen. Bis zur Hauptverhandlung. Ich habe gehofft, dass der Zeuge Sie gar nicht gesehen hat, aber jetzt hat er eigentlich so gut wie, naja, ich will nicht sagen nichts gesehen, aber eben nur am Tatort, hat Sie nicht fahren sehen. Und genau das müsste die Polizei ja letzten Endes beweisen. Dafür bin ich ganz guter Dinge. Ich werde jetzt erstmal die Kramers anrufen, bevor ich zu dem Mädchen ins Krankenhaus fahre. Denn ich bräuchte so ein paar Antworten auf ein paar Fragen. Der Zeuge konnte nicht mit Sicherheit sagen, dass Sina den Unfallwagen gefahren hat. Niklas Dittberner teilt seinen Mandanten diese Neuigkeit sofort mit. Doch die Kramers beruhigt das nicht. Sie haben große Angst, dass Sina trotzdem für den Unfall verantwortlich ist. Die 18-Jährige wäre damit vorbestraft und ihre Eltern bankrott. Und wer war das? Na, Dittberner. Der sagt, der Zeuge hat Sina tatsächlich auf dem Foto wiedererkannt. Der muss sich irren, der Zeuge. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube nicht, dass Sina gefahren ist. Oder was meinst du? Meinst du, sie ist gefahren? Das habe ich im ersten Moment auch gedacht. Aber er sagt, das Einzige, was wir jetzt wissen, ist nur der Fakt, dass sie vor Ort war. Ob sie gefahren ist oder nicht, darum geht's noch gar nicht. Ich glaube das nicht. Kannst du dir vorstellen, was da auf uns zukommt? Aber da hat auch Herr Dittberner gesagt, wir sollen jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Wir warten jetzt, bis er hier ist und mit ihr redet. Oder? Sina geht's schon wieder besser. In einer halben Stunde ist sie wieder ansprechbar. Danke. Okay, danke. Bitte. Du, dann ist der Anwalt auch schon hier. Ja. Na, ich bin gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Hoffentlich ist sie dann tatsächlich wach. Ich bin so froh, dass es meiner Kleinen wieder besser geht. Aber was ist, wenn sie wirklich betrunken Auto gefahren ist? Boah, das würde uns ein Vermögen kosten. Wahrscheinlich werden wir auf einen Schlag ruiniert. You're not alone.
Niklas Dittberner will sofort mit Sina sprechen. Er muss herausfinden, wer den Unfallwagen gefahren hat und hofft, dass die 18-Jährige ihm den Verursacher des Schadens nennen kann. Doch Sina ist noch benommen. Sie schämt sich für ihre Alkoholvergiftung und ist mit der Situation völlig überfordert. Hey Liebe, schön, dass du wach bist. Und wie geht's dir, hm? Es geht so, immer noch schwindelig ein bisschen. Hallo, Rechtsanwalt Dittberner. Ich bin dein Anwalt, wenn du erlaubst. Deine Eltern haben mich jetzt engagiert. Kann ich die duzen, ja? Ja, aber Rechtsanwalt, wieso brauche ich sie? Sina, die Polizei glaubt, dass du gefahren bist mit unserem Auto und betrunken. Ist das wahr? Also, ich weiß jetzt nichts. Nicht genau. Sina, bitte, du musst dich erinnern. Du kannst uns alles sagen. Wir sind dir nicht böse, auch wenn du es gewesen bist. Wir sind so froh, dass dir nichts passiert ist. Aber du musst uns bitte sagen, woran du dich erinnern kannst. Fangen wir doch mal damit an. Weißt du denn, wie viel du gestern Nacht getrunken hast? Naja, also das war wirklich nicht viel. Sina, wir reißen uns hier alle ganz schön zusammen, okay? Du liegst mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus und 2,3 Promille. Da musst du schon eine ganze Menge getrunken haben. Das ist nicht einfach so. Wir müssen genau wissen, was passiert ist. Und bleib bitte bei der Wahrheit. Was heißt denn nicht viel? Wie viel war es denn? Ja, so mehr als 2 oder 3 Bier können es nicht gewesen sein. Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das Kind hat doch mehr als 2, 3 Bier getrunken. Also bei dem Alkoholgehalt, Sina, musst du ein bisschen mehr getrunken haben als 2 bis 3 Bier. Das geht gar nicht anders. Aber du erinnerst dich also an 2 bis 3 Bier, ja? Ich weiß es doch nicht mehr so genau. Ich kann mich an nicht so viel Alkohol erinnern. So, pass mal auf, die Polizei wird auch gleich hier sein. Die wird dir genau die gleichen Fragen stellen. Die werden sich damit nicht zufrieden geben. Und die wollen auch wissen, wie du in den Wagen reingekommen bist. Das ist mir noch ein zweites Problem. Und die werden wahrscheinlich auch wissen wollen, mit wem du zusammen unterwegs warst. Und ich würde dir raten, erstmal keine weiteren Angaben zur Sache zu machen, von einem Schweigerecht Gebrauch zu machen, denen sagen, dass du anwaltlich vertreten bist. Aber wie soll ich denn überhaupt was sagen? Ich meine, ich weiß doch nicht. Das habe ich Ihnen doch auch schon gesagt. Aber das wird mir jetzt echt zu blöd. Sina, bitte. Wollen wir mal kurz rausgehen? Ja. Niklas Dittberner bezweifelt, dass Sina nichts mehr von dem Unfall weiß. Schließlich hat sie auch gelogen, was ihren Alkoholkonsum angeht. Der Jurist hofft, dass Sinas beste Freundin Melanie Jenke weiß, mit wem die 18-Jährige am Vorabend zusammen war. Er bestellt die Schülerin noch am gleichen Nachmittag zu den Kramers. Hallo Melanie, ich bin Rechtsanwalt Dittberner, ich bin der Anwalt von der Familie Kramer. Okay. Ja, sag mal, ist das in Ordnung, wenn ich dich tue? Ja. Ja? Mhm. Möchtest du vielleicht was trinken? Ja, ein Wasser? Mhm, gerne. Pass auf, Melanie, kannst du uns sagen, mit wem die Sina gestern Abend unterwegs war? Wieso? Ist was passiert? Du, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Sina liegt da mit einer Alkoholvergiftung. Sina? Ja? Die trinkt doch gar keinen Alkohol. Ja, das haben ihr Vater und ich bis heute auch gedacht. Sie hat nicht nur Unmengen Alkohol in sich hineingeschüttet, sie ist auch noch so Auto gefahren, hat andere Autos geschrottet dabei. Weißt du irgendwas davon? Wie geht's ihr denn überhaupt? Dem Umständen entsprechend. Sie ist auf dem Weg der Besserung und kommt morgen wahrscheinlich raus aus dem Krankenhaus. Mann, ich wusste, dass dabei nichts Gutes rauskommen kann. Dass wobei nichts Gutes rauskommen kann? Ja, dass sie mit dieser Skater-Clique um die Häuser zieht. Skater-Clique? Ja. Was für eine Skater-Clique denn? Wer ist das und was hatten die mit ihr vor? Ja, das ist halt so eine Clique aus unserer Schule. Also eigentlich ist es die Clique. Die sind halt alle extrem cool und jeder will mit denen was unternehmen. Und gestern ist halt dieser Marc auf Sina zugekommen und hat halt gefragt, ob Sina irgendwie mit denen irgendwo hinfahren möchte. Welcher Marc? Meinst du den Marc, in den Sina verknallt ist, seitdem sie auf diese Schule geht? Ja, der Marc. Und es ist halt total komisch. Also die passen gar nicht zu Sina. Und ich habe mich auch schon so gewundert, wieso sie gerade Sina angesprochen haben. Das heißt, das ist also ungewöhnlich, dass sie was mit ihr machen, oder wie? Ja, auf jeden Fall. Also, die gucken uns sonst nicht mal mit dem Arsch an. Also, deswegen hatte ich auch so ein komisches Gefühl und jetzt verstehe ich's. Die wollten Sina nur verarschen. Also, das heißt, du meinst, die Clique hat was mit der Alkoholvergiftung von Sina zu tun? Die haben auf jeden Fall was damit zu tun. Gut, also müssen wir mit denen mal reden. Kannst du uns sagen, wo wir die finden? Ja, die müssen im Skaterpark sein, da sind sie jeden Tag. Also ich habe mir schon mal gedacht, dass hinter der ganzen Geschichte ein bisschen mehr steckt. Das heißt, es geht hier also einfach darum, dass Sina ihrem Schwarm gefallen wollte. Und jetzt werde ich mal mit diesem Marc und seiner Clique reden. Alles, was ich brauch, ist meine Gang, meine Gang.
Niklas Dittberner und Jasmin Kramer gehen in den Skatepark, um mit Sinas Schwarm Mark Frey und seinen Freunden Tobi und Kim zu sprechen. Die Clique geht auf die gleiche Schule wie Sina und wird von allen angehimmelt. Der Jurist hat es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, ob die Skater Mitschuld am Unfall tragen. Entschuldigung. Entschuldigung? 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 Ja, guck mich an, wunderbar, vielen Dank. Sina, eure Klassenkameradin, die liegt gerade mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus und hat mehrere Autos gerammt. Was? Wart ihr gestern Abend mit der Wichser? Das ist gerade komisch. Mami, die Fliege hat sich besoffen in eine Karre gesetzt? Ja. Ich lach mich tot. Du lachst nicht tot? Dabei lachst du dich tot. Ich find's überhaupt nicht witzig. Was ist denn daran komisch? Was ist denn jetzt keine Antwort auf meine Frage? Wart ihr gestern Abend mit der unterwegs? Ja, war mit ihr unterwegs. Das ist kein Verbrechen, oder? Nee, das ist kein Verbrechen. Aber von bis unterwegs sein kriegt man keine Alkoholvergiftung und rammt keine Autos. So, bleib doch mal ganz kurz mit deinem Fahrrad stehen. Das ist ein BMX, Großer. Richtig, Kleiner. Pass auf, wenn ihr nicht mit uns redet, dann gehen wir zur Polizei. Ich kenne jeden Namen von euch und dann wird euch die Polizei anschreiben und wird sich alle Anwälte holen. Das ist total nervig. Also redet doch einfach mit uns, sagt die Wahrheit. Was war da los? Ja, wir haben damit nichts zu tun. Ja, wir haben nichts zu tun. Nach der Schule soll ich 2 bis 3 Bier züchten, wa? Ja. Ja, und danach sind wir noch zur Strandbar gegangen. Dann ist Sina halt mitgekommen. Ja, einige vertragen halt mehr als andere. Ja, super, super. Und was genau ist jetzt so witzig daran? Ihr solltet lieber langsam mal anfangen, uns zu erzählen, was ihr mit ihr gemacht habt. Nichts? Gar nichts. Sie wollte uns sowas beweisen. Tobi, zeig mir die Fotos. Was? Hol mir die Fotos. Sina wollte denen was beweisen? Das, ich nehme an den. Zeig mal. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ne? Das aber Hauptsache uns beschuldigen. Halt mal den Ball flach. Okay. Und danach? Was ist danach passiert? Wie danach? Naja, danach sind wir nach Hause gefahren. Danach seid ihr nach Hause gefahren? Ja. Also zu Sina nach Hause vielleicht zufälligerweise, weil da sturmfreie Bude war, oder zu euch? Nein, wir sind zu der doch nicht. Zu der doch nicht. Sie ist nach Hause gefahren und wir sind nach Hause gefahren. Gut. Also wenn wir rauskriegen sollten, dass ihr doch was damit zu tun habt, dann kriegt ihr alle Riesenärger. Die haben sich natürlich alle jetzt extrem unbeteiligt und cool gegeben. Und es gab so ein, zwei Sekunden, wo ich mir wirklich alt vorkam. Aber ich denke nicht, dass sie uns die ganze Wahrheit gesagt haben. Und ich denke auch nicht, dass Sina uns die Wahrheit gesagt hat. Denn sie hat auf jeden Fall mehr getrunken als 2, 3 Bier. Aber das hat schon der Alkoholwert ergeben. Mich würde mich einfach nur interessieren, ob sie aus freien Stücken so viel getrunken hat. Denn daran habe ich erhebliche Zweifel. Und jetzt bin ich erst mal gespannt, ob sie angestellt in der Strandbar darüber ein bisschen mehr sagen kann. Nach dem Gespräch mit den Skatern fährt Niklas Dittberner mit Jasmin Kramer in die Strandbar. Dort haben sich die Jugendlichen am Vorabend mit Sina getroffen. Für den Juristen stellt sich vor allem die Frage, ob die 18-Jährige von den Skatern gezwungen wurde, so viel Alkohol zu trinken. Er hofft, dass die Kellnerin sich an die Jugendlichen erinnern kann. Ja, die war gestern hier und hat ziemlich viel getrunken, bis zum Abwinken, würde ich mal sagen. Das ist meine Tochter, von der Sie gerade sprechen. Das ist noch ein halbes Kind. Ja, wow, Moment. Wenn Sie hier sind, weil Sie der Meinung sind, dass ich Alkohol an Minderjährige ausschenke, dann sind Sie hier falsch, ja? Nein, das war nicht unsere Intention. Wir wollen einfach nur wissen, wie ist der Abend so verlaufen? Mit wem war sie hier? Ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? War sie alleine da? Nee. Ja, das war so eine Clique und das war so ein Typ mit noch ein paar Leuten eben. Ja. Was für ein Typ war das? So von der Type her? Wie sah der aus? Naja, der war halt dunkelhaarig und ein Hipster, so ein bisschen anführermäßig war da unterwegs. Hat halt den ganzen Alkohol bei mir gekauft, ne? Und ja, ich würde schätzen, dass er die schon leicht abgefüllt hat. Super. Und wieso sind Sie nicht einfach mal dazwischen gegangen? Ich bin hier nur Kellnerin, ja, nicht Babysitterin. Also, außerdem bin ich dazwischen gegangen und ich habe halt gefragt, ob alles in Ordnung ist, ja? Und außerdem, das war ja eine lustige Runde und die fanden das alle ganz cool. So. Ja. Cool. Gut, vielen Dank erstmal für Ihre Hilfe. Sie haben uns wirklich sehr weitergeholfen. Könnte ich vielleicht noch Ihre Telefonnummer haben? Wozu? Also für die Polizei, damit Sie vielleicht auch noch mal vernehmen können. Ja, wenn das sein muss, dann. Weil die ganze Sache ist ein bisschen doof ausgegangen. Das ist jetzt bestimmt nicht Ihnen vorzuwerfen, aber Sie wären auch interessant als Zeuge vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir das finanziell wuppen sollen, wenn sich herausstellt, dass unsere Tochter tatsächlich gefahren ist und den ganzen Schaden verursacht hat. Viel schlimmer aber finde ich, dass sie uns belogen hat, sowohl mein Mann als auch mich. Es ist so, als würde ich meine Kleine überhaupt nicht kennen. I fell in love in a 7-Eleven.
Lina geht es wieder besser, aber sie kann sich immer noch nicht an den Unfall erinnern und hat Angst, wirklich selbst gefahren zu sein. Die 18-Jährige hat nur so viel getrunken, um ihrem Schwarm Mark zu gefallen. Und tatsächlich scheint das dem Skater imponiert zu haben. Mark, was machst du denn hier? Hey, Lina. Hi. Okay, dass du hier bist. Wie geht's dir? Alles okay? Ja, ist schon viel besser geworden. Hi. Hab ich mitgebracht. Oh, danke schön. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wie das gestern so war? Ich habe echt voll den Blackout. Dein Ernst? Du weißt wirklich nichts mehr? Nein. Krass, du weißt wirklich gar nichts mehr. Nein, wieso? Erzähl. Na, weißt du nicht mehr, dass du mit dem Auto gefahren bist gestern? Bitte? Ich bin mit dem Auto gefahren? Ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass du es nochmal durchziehst. Also, nachdem, was du alles gestern gekippt hast. Ich dachte, das war irgendwie ein blöder Traum oder so. Ich bin wirklich mit dem Auto gefahren. Ja, ja, das bist du wirklich. Sorry, ich hätte die Schlüssel irgendwie verstecken sollen oder so, aber als ich über dir ankam, warst du total weg. Ich bin fast vollkommen weggerast auf der Couch. Verdammt, das verzeihen mir meine Eltern nie. Ich meine, was soll ich denn jetzt machen? Hey. Ich habe total den Unfall gebaut. Mach dir aber keinen Kopf, okay? Wieso? Ich meine, du hast deine Eltern dann noch versichert, oder? Ja, klar. Wird die Versicherung bestimmt übernehmen. Sicher? Ja. Okay. Hallo, Sintje. Was ist denn hier los? Das ist, Nur ein guter Freund. Wir sehen uns. Nur ein guter Freund. Schatz, ich wollte eigentlich ein paar Klamotten mitbringen. Aber Dankeschön. Wer war das? Ach, das war niemand. Oh mein Gott, Marc war wirklich hier. Ich glaub's nicht. Vielleicht steht er ja doch auf mich. Weiß ich nicht, aber was mache ich denn jetzt mit diesem blöden Unfall? Meine Eltern, die werden mich umbringen. Die verzeihen mir das nie. I see my pretty face in his